So, ich bin hier auf meiner Tour zur Heidschnuckenbratwurst und habe mal die Kamera eingeschaltet, weil das so ziemlich, ja, man könnte Klein-Sauerland dazu sagen, aber auch nur ganz klein, da sind nur ein paar Kilometer schöne Strecke hier. Danach geht es wieder norddeutsch weiter. Aber es geht schön durch den Wald, sind noch ein paar Kurven drin, die man als Kurven bezeichnen könnte. Das macht immer ein bisschen Spaß hier. Am Wochenende muss natürlich aufpassen, weil da fahren hier mehr Leute. Und teilweise, ja, Leute, die sich überschätzen. Die kommen dann manchmal auch schon mal gerne auf der eigenen, also auf meiner Spur hier entgegen oder auf der Gegenfahrbahn. Das ist nicht so ganz lustig. Das ist eben so hier. Du bist solche Kurvereien gar nicht gewöhnt. Und wenn du dann noch ein bisschen schneller unterwegs bist, dann bist du ganz schnell zu schnell. Naja, damit das eine richtige Kurve wäre, müsste man da jetzt noch 50 Kilometer schneller fahren. Dann würden vielleicht auch die Reifenflanken mal in Berührung mit Asphalt kommen, aber sowas muss man ja nicht machen. Vor allem, wo ich nicht sehen kann, was dahinter ist. Sind auch sehr weite Radien hier, also. Oh, da war es glatt. Irgendwie Diesel ausgelaufen. Muss man auch mitrechnen. Und das war's auch schon. Das nächste Dorf ist schon in Sicht. Und gut. So, halten wir hier mal an. Machen die Kamera mal aus. Ist gut. Und dann hin aufgehängt. Cool. Children at play. Caution. Gut. Okay, machen wir aus hier. Ah, sie läuft. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. So, im Gegensatz zu eben, Klein-Sauerland kommt jetzt wieder. Hier gerade in Norddeutschland, würde ich sagen. Ach komm, ne. Was willst du jetzt noch vor mir hier? Na gut. Wird die Heide abgemäht. Das muss man scheinbar alle paar Jahre mal machen. Dann verjüngt die sich wieder.
und blüht hinterher umso schöner. Und da, was ist das denn für ein Scheiß hier? Ah, kriegt auch noch den Staub in die Augen hier. Na, herzlichen Glühstrumpf, wenn das nass wird. Ja, die alte Feuersteinklinge läuft noch ganz gut. Man sollte sie ja nicht. Ist ja nur der Motor von der alten Blade drin. Ansonsten ist es ja neues, also relativ neues Teil. Und der Motor scheint ja nicht so schlecht gewesen zu sein, wenn man den über so lange Jahre immer schön weiterentwickelt und auch weiter benutzt. Ich hoffe nur, dass ich nicht Pech kriege, weil diese Art Motoren ist bei Honda bekannt dafür, dass gerne mal die Lichtmaschine den Geist aufgibt. Die serienmäßig verbaute Erstausrüsterqualität quasi, die kann schon mal den Geist aufgeben. Das muss ich ja nicht unbedingt haben. So, Cookie, so. Oh, mal gucken. Haben wir noch einen Gang? Oh. Da sind die Heidschnucken draußen. Jo. Ja, da sind ja nur ein paar. Da sind die anderen wohl irgendwo in der Heide da unterwegs. Da oder da. Sogar ein extra Verkehrsschild für. Der kennt mich schon, wenn er mich sieht mit dem Motorrad, dann schmeißt er die Wurst schon auf den Grill. Klingt ja so komisch. Zweiter Gang, den mochte er nicht. Hey, macht ihr denn da die Straße nass? Muss ihr Motorrad putzen, Mensch? Kann nicht wahr sein. Hört auf damit. Oh, vorsichtig. Noch zu. Shit. Das ist ja doof.
Das ist ja nicht gut. Na gut. Dann schalten wir mal wieder aus hier. Halt. So, Kamera läuft. Das ist schön. Ja, das war nichts mit meiner Wurst. Dafür habe ich was anderes gefunden. Aber da sage ich noch nichts zu. So, alles frei. Jo, müssen wir hier auf dem Gelände erstmal wieder raus. Upp. So, ich wollte mal gucken, hier vorne ist so eine schöne Ecke. Naja, jetzt ist sie nicht so schön, aber wenn die Heide mal blüht, dann ist sie schön. Und da mache ich immer schöne Fotos von meinen Motorrädern. Habe ich bisher von allen gemacht. Nur die hier war ja noch nicht hier so richtig in ihrem Element. Gucken wir mal, wie es aussieht. Manche denken vielleicht, ja, Lüneburger Heide, das ist alles so von hier bis Lüneburg alles nur Heide. Nee, das stimmt gar nicht. Da sind immer nur so Ecken hier. So wie hier zum Beispiel oder da. Also man muss schon richtig Glück haben. Man muss dann auch weit weg von der Straße. Da sind dann mal so größere zusammenhängende Stücke. Aber von der Straße aus sieht man das gar nicht so. Langsam. Hier wollten wir ja rein. Yep. War das jetzt hier vorne? Irgendwo geht ein Weg rein. Ah, da. Cookie. Hm? Da. So, das ist doch schon mal gut. Nur sehen, dass wir den Hobel gleich wieder umgedreht kriegen. Ja, nicht so einfach. So, das ist gut. Guti. Na, bleibst du hier stehen? Oder fällst du mir um? Da bin ich Spezialist dran. Umfallen lassen. Bleib stehen. Tatsächlich dreckig geworden, eben von dem bisschen Wasser. Da. Da. Da unten. Da muss ich dringend mal was hinmachen. Hier so ein Schutz. Das waren ja nur 2 Meter Wasser. Und schon ist das Ding dreckig. Da auch. Fürchterlich. Oha. Naja, gut. So, schnell ein Foto machen. Okay, dann weiter. Na, bleib da. Wo haben wir den Knipsi da? Oh, da ist ein Baum umgefallen. Cool. Na. Jupp. Jo. Ja, für die Dummen habe ich hier eine intelligente Automatik, heißt das. Die passt doch zu mir. Die muss doch richtig passen. So, noch ein bisschen näher, komm. Näher. Ja, noch näher. Duck. Dörfchen heißt Holm. Und da gibt es noch ein anderes Holm Seppensen. Ah, freu dich, du Smiley. Oh, nee.
Hier ist die Holper-Ecke. In Holmsebensen gibt es einen Schmetterlingspark. Kann man, wer so auf Fotografieren steht, schön Schmetterlinge fotografieren. Die ersten Forsythien fangen an zu blühen. Schön, dann ist Frühling. Hoffentlich. So. Links schwenkt Hü. Was ist das denn da drüben? Hab ich ja noch nie gesehen. Ja, siehst du, das lohnt sich echt, wenn man mal so langsam fährt. Da sieht man auch was. Aber was ist das? Ein altes Gut? Gutshaus oder so? Ich muss öfter langsam fahren. Da sehe ich auch was. Ah, 50, genau. Gab es die Schilder wieder im Angebot oder was? Warum im Himmels Willen soll ich denn hier 50 fahren? Ich tue es natürlich. Wahrscheinlich wegen dieser Kreuzung hier. Das Dorf habe ich auch noch nicht gehört. Da muss ich mal gucken, wo das ist. Da rechts rein. Soll es zu einem Dorf gehen. Ja. Andermal. Wenn man eine App hätte fürs Gas geben, könnte ich jetzt freihändig hier hochfahren und könnte mir noch, was weiß ich, ein Brötchen essen dabei. Hoch, geradeaus meine ich. Nee, da gucke ich lieber erstmal auf der Karte. Das wollen wir doch nicht riskieren. Nachher lande ich dann mitten in Hamburg, sonst irgendwo. Nee, darf nicht, aber muss ich ja nicht haben. Okidoki. Das ist der Punkt 007. Stark. Der Punkt 007. Hätte ich mal nicht nach 007 geguckt, da wäre ich auch gefahren. Goodie. Kommen wir wieder ins Anführungszeichen Sauerland des Nordens. Von der anderen Seite her. Das ist vielleicht ja ein Zentimeter Gas, ein Viertel Gas vielleicht. Aber schnell genug. Ich habe mich gestern gewundert, warum die Windgeräusche so relativ laut geworden sind. Das ist mir jedenfalls so vorgekommen. Das liegt daran, ich hatte sonst immer noch ein zweites Tuch um den Hals. Das hat den Helm von unten her ein bisschen abgedichtet, sag ich jetzt mal. Ich denke mal, ganz viele Geräusche für das Mikro kommen auch von unten rein, durch den Helm. Und der ist jetzt nicht mehr dicht. Aber bei der Hitze, bei der Wärmehitze wollen wir ja noch nicht sagen. Ist das so schon ganz gut. Das
war gerade schon wieder ein bisschen langsam für diese Kurve. Da musste ich ihn mit Gas ein bisschen stutzen. Das kannst du natürlich auch nicht unbegrenzt machen, dann bist du ganz viel zu schnell. Aber ein bisschen Gas stützt einen immer so ein bisschen, dann fällt man nicht nach innen so rein. Gas ist immer gut. Oh, 70er Schilder wieder im Angebot. Jo, hallo. Okidoki, der Spaß ist vorbei.